Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen. In diesem relativ kurzen Video wollen wir Ihnen eine Frage beantworten, die immer wieder sporadisch auftaucht. Und zwar, wenn Sie im Netzwerk arbeiten, das heißt Sie arbeiten mit mehreren Computern auf dem Hauptrechner. Und jetzt ist die Frage, woher bekommen denn die Clients denn die Freischaltnummer? Will ich Ihnen kurz anhand eines Beispiels zeigen. Zum einen mal müssen Sie oben über Lizenz, Freischalten, Versionswechsel Ihre erworbene Version einstellen. In unserem Beispiel haben wir einfach gesagt, dass fünf Computer gleichzeitig auf der Datenbank von Wabi Profi 3 arbeiten können. Okay, so weit, so gut. Wenn Sie nun das Programm starten, egal ob es jetzt am Client oder auf einem der Clients oder auf dem Hauptrechner ist, kommt immer dieses Freischaltungsfenster, das wir uns jetzt auch gleich hier an der Stelle mal ansehen. So, dann kommt dieses Freischaltfenster, wo er Ihnen eine Identifikationsnummer anzeigt, die im Übrigen immer unterschiedlich ist und er nun eine Freischaltnummer vom Block A bis Block E gerne hätte. So, wo müssen Sie die Freischaltnummer eingeben? Ganz einfach, nur am Hauptrechner, denn die Clients holen sich ja über die angeschlossene Verbindung, die Sie im Wabi Profi 3 hinterlegt haben. Denn Sie haben mir gesagt, der Clients holt sich über das Laufwerk ZXY, wie auch immer, was halt Sie hinterlegt haben, die Daten vom Server. Somit kriegt auch der Client die Freischaltnummer vom Server mit und die Clients müssen nicht separat freigeschaltet werden. Das heißt, am Hauptrechner das Programm starten, die Freischaltnummer, die Sie von uns erhalten haben, eingeben und dann auf den Button Programm Freischalten klicken. Somit sind auch die Clients freigeschaltet. Ja, und das war's schon in dem Video. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis bald. Tschüss!